Heute geht es um die Grafikeinstellung bei Wildlands. Oh, hältst du mal den Mund hier? Und war nicht für das Hauptspiel, für den Kampagnenmodus, sondern für das neue rausgekommene Ghost War 5 und 5. Ne, 4 und 4. Genau. Genau, jetzt sehen wir gerade die Grafikeinstellung, die ich bei der Hauptkampagne nehme. Da habe ich immer drauf geachtet, dass ich so um die 70, 80 FPS habe und alles sehr gut aussieht. Können wir in die Einstellung gehen. Und Grafik, hier sieht man, hier habe ich Voreinstellung auf sehr hoch genommen. Und sieht ja auch wirklich gut aus, das Spiel. Aber bei Ghost War geht es ja wieder darum, die Gegner gut zu sichten und halt so viele mögliche FPS zu haben, wie es geht. Und da, jetzt sieht man oben rechts, habe ich so um die 70 FPS, wenn ich mich umgucke. Wenn wir mal laufen, na 80. Und mal in die Ferne. 85. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da noch rausholen können. Ich benutze bei Ghost War folgende Einstellung. Gehen wir wieder bei Grafik. Genau. Bei Kantenglättung nehme ich nur FXAA. Das reicht vollkommen aus. Es sieht immer noch alles sehr gut aus und flackert kaum. Bei der Umgebungsverdreckung mache ich aus. Man sieht hier auf dem Bild, so, dass man denn dunkle Ecken und dunkle Schatten hat. Wenn man das ausstellt, ist alles viel heller, deswegen machen wir es aus. Sichtweite mache ich auch auf gering. Wie man auf dem Bild sieht, sieht man halt weniger Gegenstände und der Gegner kann sich nicht so gut. Bei Detailreichtum habe ich auch sehr gering, weil ich möchte nicht viele Details. Das lenkt alles nur ab vom Gegner spotten. Texturqualität lasse ich auf hoch, damit das Spiel noch gut aussieht. Bei der anisotropischen Filterung habe ich auf 2. Das reicht vollkommen aus und gibt uns noch wieder ein paar mehr FPS. Bei der Schattenqualität gehen wir auch ganz runter, wie man auf dem Foto wieder erkennt. Genau, da sind sie weg. Und wir brauchen keinen Schatten. Im Schatten können sich immer Gegner gut verstecken. Besonders auf Entfernung sieht man sie dann sehr schlecht, wenn sie im Schatten liegen oder so. Genau. Geländequalität machen wir auch runter. Schenkt uns wieder ein paar FPS. So, das nächste ist dann die Vegetationsqualität. Hier gehen wir auch runter, wie man auf dem Bild wieder kennt. Verschwinden sogar ganze Büsche und Sträucher und Gräser. Und das hat auch nur den Vorteil, dass wir den Gegner schneller erkennen. Ja, bei den Tooth Effects, das ist die Dichte von den Gräsern. Also wie viel Gräser auf, sag ich mal, auf ein Quadratmeter stehen. Und das machen wir auch aus. Und damit weniger, damit wir wieder bessere Sicht haben. Bei der Bewegungsschärfe, das ist jetzt die nächste Einstellung, ist eigentlich so Geschmackssache. Da muss man selber mal testen, was einem hilft. Aber ich habe die auch auf aus, ich das einfach besser finde. Sehschärfe genau wie beim Zielen. Genau, ist die Waffe halt im Vordergrund auch scharf, habe ich auch aus. Höhere Schärfentiefe ist kaum Unterschied und es, wenn man das ein hat, glänzt es auch mehr, wie man auf dem Bild erkennt. Deswegen habe ich das auch aus. So. Bei den Effekt ist halt, dass es wieder in der Entfernung der Himmel heller ist und die Sonneneinstrahlung. Das irritiert uns bloß, gehen wir auch aus. So. Das war's. Bei der Linsenreflexion machen wir auch aus. Das behindert uns auch nur im Spiel bei der Sicht. Genau. Und soweit habe ich alles. Genau. Das soll das eigentlich auch schon gewesen sein. Gehen wir mal zurück ins Spiel, mal gucken, was uns das an FPS beschert. So. Und da sehen wir, geschmeidig bei 120 FPS. Ich sag mal zwischen 100 und 120 FPS. Das ist ja eine gute Steigerung von fast 40%. Und das Spiel sieht immer noch gut aus. Es läuft auch viel flüssiger. Ja, ich hoffe, ihr probiert das mal einfach aus bei Ghost War. Und ihr werdet sehen, ihr werdet den Gegner besser sichten. Und das Spielgefühl ist einfach besser. Ja, über den Daumen würde ich mich freuen. Und bis dahin, good game.